Hello, Big Bob. Hallo Leute. Hope you're doing good. Ich hoffe, es geht euch gut. I'm doing really, really good. Mir geht es sehr gut. He's always doing good. Und ihm geht es immer gut. Because he's just always doing good. Weil es geht ihm einfach immer gut. So look, don't worry. So schaut. There's somebody else who's always doing good. Ah, da ist noch jemandem, dem es immer gut it's geht. It's my son. Und das ist mein Sohn, Clayton. Komm her. Look at this amazing guy. Schaut diesen wunderbaren jungen Mann an. This is Clayton, my son. Das ist Clayton, mein Sohn. Came to my house. Er kam zu mir nach Hause vor etwa 4 Monaten. He's like this tall. Und er war ungefähr so groß. Look at this. Schaut mal jetzt. Eating all of my food. Er isst all mein Essen auf. Now he's taller than me. Jetzt ist er schon größer als ich. What's happening then? Und was passiert mit ihm? Aber das ist Clayton. Proud of him. Wir sind stolz auf ihn. You have to be proud of him. Ihr müsst auch stolz auf ihn sein. Und ich bin stolz auf ihn. He's a great son. Er ist ein großartiger Sohn. Danke. Now you're famous. Jetzt bist du berühmt. Okay, I'm going to talk today about how do you finish and how do you start your day. Okay, ich möchte darüber reden, wie du deinen Tag anfangen und beenden kannst. Bonjour. Guten Tag. Those who know me very well. Diejenigen, die mich sehr gut kennen. Know something for sure they know that about me. Die wissen etwas über mich, bestimmt. In scripture, I do everything I can to live by is Proverbs 4:23. Eine Schriftstelle, nach der ich zu leben alles tue, was ich kann, ist Sprüche 4:23. Mehr als alles andere. Guard your heart. Behüte dein Herz. Out of it flow the fountains of life. Denn von ihm geht das Leben aus. So here's what the Bible is saying. Und da ist, was die Bibel sagt. Do you know there are 856 verses in the Bible that use the word heart in the original Hebrew and Greek? Habt ihr gewusst, dass es 856 Bibelstelle gibt, die das Wort Herz im Hebräisch und Griechisch benutzt? Und ich habe jede einzelne von diesen Bibelstellen studiert, was sie im Kontext bedeuten. So here's what und da ist, was ich euch sagen möchte. Was du im Alltag erlebst, hat nichts damit zu tun, was die Leute dir angetan haben. What you're experiencing today is not because of your parents who messed you up, your boss who lied to you, or your husband. Also was du heute erlebst, hat nichts damit zu tun, was dein Chef, deine Eltern oder irgendjemand dir angetan hat. Sondern was du heute lebst, hat alles damit zu tun, was du entschieden hast, was dein Herz glaubt. God is your heart. Und Gott ist ein Gott des Herzens. God said, und Gott hat gesagt, David was a man after my own. Lasst uns Menschen nach unserem Herz machen. Und Gott hat gesagt, I want you to love me from all of your ich möchte, dass ihr mich liebt von eurem ganzen Herzen. God relates from his heart to our heart. Also Gott ist ein Gott des Herzens, der möchte von Herz zu Herz in Beziehung treten. Und das Herz ist der Schlüssel für alles. Today scientists found out. Und heute haben Wissenschaftler herausgefunden, the heart is not only a muscle that pumps blood, dass das Herz nicht einfach ein Muskel ist, das Blut pumpt. It's one of the most fascinating organs. Es ist einer der faszinierendsten Organe. The first organ to be developed is not the brain, it's the heart. Und das erste Organ, das entwickelt ist, ist nicht das Gehirn, sondern das Herz. So the heart is between 60 and 65% nerve. Also das Herz hat zwischen 60 und 65% Nervenzellen. 40,000. Also ungefähr 4,000 Nervenzellen. It's a very powerful thing. Das Herz ist etwas so Kraftvolles. And Proverbs 16:1 says this. Und in Sprüche 16:13 sagt es. Preparation of the heart belongs to men. 16:1. Die Pläne des Herzens sind die Sachen des Herzens. One of the meanings in the Hebrew word is the arrangement of the heart. Und eine Bedeutung im Hebräischen ist das Ausrichten, die Ausrichtung des Herzens. We arrange our own hearts. Wir richten unsere Herzen selber aus. Wir entscheiden die Ausrichtung. Responsible for what's going on in your heart only. Weil niemand ist für die Ausrichtung des Herzens verantwortlich als nur du. Und höre. You have a heart that's key to everything. Du hast ein Herz und das ist Schlüssel für alles. Like from his heart to your heart. Gott möchte von seinem Herz zu deinem Herz in Beziehung treten. But if my heart is not right. Aber wenn mein Herz nicht aufrichtig ist oder richtig. My relationship with God is never going to be the way it's supposed to be. Dann kann meine Beziehung mit Gott nie das sein, was es sein sollte. How can I write new messages on my heart? Und wie kann ich die richtigen Nachrichten auf mein Herz schreiben? How can I influence my heart so that God and me have this beautiful heart-to-heart relationship that's intimate and natural and sweet. Wie kann ich mein Herz beeinflussen, damit ich diese innige Beziehung haben kann mit deinem Gott, mit Intimität und Tiefe? Im Jahr 92. 2 weeks fast water. Da hatte ich 2 Wochen gefastet mit nur Wasser. We didn't have internet then or cell phones or anything like that. Und damals hatten wir noch kein Handy und gar nichts solches. So I was hiding myself into the basement of our house. Und ich war da im Keller unseres Hauses. Falando no porão da nossa casa.
2 weeks me and Jesus. Nur 2 Wochen, nur Jesus und ich. And the day before the end of my fast. Und der Tag, bevor mein Fasten beendet war. It was on a Saturday. Das war an einem Samstag. Hat Gott gesagt. Get ready for a download from heaven. Mach dich bereit für einen Download vom Himmel. Paper and get pen. Nimm einen Stift und nimm Papier. And for a long time he told me so many things. I wrote everything down. Und dann für eine lange Zeit hat er mir ganz viele Sachen gesagt. He said to me, for instance, Proverbs 15:13. Er hat gesagt, Sprüche 15:13. Proverbs 17:22. Sprüche 7:22. No, Proverbs 4:23. Sprüche 4:23. 16:1. Proverbs. Sprüche 16:1. Genesis 6:5. Und 1. Mose 6:5. Und all diese Dinge habe ich aufgeschrieben. Und dann habe ich die Bibel geöffnet und all diese Bibelstellen verbunden. Und eines der Dinge, die Gott mir gesagt hat, war: And the first 30 minutes of every morning and the last 30 minutes of every evening are key to your heart. Rein hat die ersten 30 Minuten des Tages und die letzten 30 Minuten, bevor du ins Bett gehst, sind die wichtigsten für deinen Herzen. Und ich habe das den Leitern zur Zeit gelernt. Aber keiner glaubte mir. Because people said, show me the Bible where it says about 30 minutes in the evening and 30 minutes in the morning. Und die Leute sagten mir, zeige mir, wo das in der Bibel steht, 30 Minuten am Morgen und 30 Minuten am Abend. Und ich habe gesagt, das kann ich nicht. But I can only tell you. Aber ich kann euch einfach sagen. Der Herr hat gesagt. You spend the first 30 minutes of every morning and the last 30 minutes of every day are key to influence your. Wie du die ersten 30 Minuten des Tages und die letzten 30 Minuten des Tages verbringst, das ist so wichtig für dein Herz, das ist Schlüssel für dein Herz. Today. Und heute hat die Wissenschaft herausgefunden, that your heart is more ready to be influenced the first 30 minutes in the evening and the last 30 minutes of every day. Dass dein Herz eine größere Bereitschaft hat, beeinflusst zu werden, die ersten 30 Minuten und die letzten 30 Minuten deines Tages. Weil dein Herz kommuniziert direkt mit deinem Gehirn. Also was passiert? Du schaust einen Film und dann schläfst du ein. Das heißt, du hast gerade eine Menge Unordnung in dein Herz gebracht. Ich habe diese Woche mein EPS gefragt. Wer von euch hat Angst vor Spinnen? Und ein paar haben ihre Hände erhoben. Und ich ging zu einer Frau, die ihre Hand erhoben hatte und ich fragte. How many movies have you watched where there was a spider that's Wie viele Filme hast du gesehen, wo es eine Spinne hat, die dir Angst gemacht hat? Und sie hat gesagt, ganz viele. Und ich sagte, ja, siehst du. Von wo kommt deine Angst vor Spinnen? Was denkst du? Jeden Morgen verbringe ich die ersten Momente vom Tag, indem ich die Herz-zu-Herz-Beziehung mit meinem Jesus pflege. So jeder Tag ist ein wunderbarer Tag für mich, weil ich ihn richtig anfange. Und jeden Abend, wenn ich meinen Kopf auf mein Kissen lege, so schließe ich nie meine Augen und schlafe direkt ein. Sondern ich verbinde mich von meinem Herz mit dem Herz von Jesus. Und wisst ihr, was passiert? Ich hatte hunderte, wenn nicht tausende von prophetischen Träumen. Ich hatte auch prophetische Erfahrungen in der Nacht, während er mich schlief. So I sleep. God gives me downloads to prophetic dreams. Und Gott hat mir Downloads gegeben für prophetische Träume. You can have that. Und du kannst das auch haben. The last 30 minutes for every day. What do you do the first 30 minutes of every day? Was machst du die letzten 30 Minuten jedes Tages und die ersten 30 Minuten? That's what I do, right? Aber das ist, was ich mache, Reinhard. Yeah, turn the phone on. Ich wache auf und nehme mein Handy und mache da. Well, you can keep doing whatever you want to do. Also, okay, du kannst weiterfahren, wenn du das möchtest. How about starting your day connecting with Jesus from heart to heart? Wie wäre es, wenn du deinen Tag damit beginnen würdest, dich von Herz zu Herz mit Jesus zu verbinden? Und wie wäre es, wenn du deinen Tag beenden würdest, indem du dich von Herz zu Herz mit Jesus verbindest? Und dann wärst du durch den Tag mit Jesus verbunden und sogar in der Nacht, wenn du schläfst. Und erinnere dich. So wie du deinen Tag beginnst, so wählst du, wie er verlaufen wird. Und so wie du die Nacht anfängst, so ist wie deine Nacht verlaufen wird. Und ich liebe prophetische Träume. Und ich liebe es, die Stimme Jesus durch den Tag durchzuhören. Und du kannst dich entscheiden. Ich habe schon entschieden. Und wir sehen uns.